Essen, was? Hey, ihr wart bestimmt an der Kiste kaufen. Ich hab einen guten Deal, Nur 100 Wachen will. Ich hab die Leiste dabei, das ist ein guter Deal. Jetzt ist der Speicher. Danke! Mach dir keine Sorgen, es ist wirklich gut. Ich würde doch niemanden anspitteln. Wenn wir dabei bekommen. Was machen wir damit? Ich glaube, den brauchen wir tatsächlich. Dieser Gegenstand kann gehandelt werden mit anderen Kisten-Sammlern. Stimmt, das brauchen wir tatsächlich. Willkommen, Fremder. Ist das dein erstes Mal in Sarai? Allerdings. Wir haben jetzt mal den Bereich. Also, was habt ihr in diesem Krater gefunden? Nun, das war ein riesiges Monster. Ich erzähl's dir. Irgendeins. Ich hab's noch nie in meinem Leben zu sehen. Ja, Game On. Was? Ich hab ein böses Gefühl dabei. Es hat nur Ärger mitgebracht. Ich meine so. Nichts in dieser Welt ist umsonst. Ihr solltet irgendetwas fragen. Versucht irgendetwas zu trinken zu kaufen oder zwei. Oh. Ja. Ich werde meine Sachen behalten. Ich werde meine Geldbörse dicht bei mir lassen, wenn ich du wäre. Finger? Es gibt hier keine Leute, die eine schnelle Münze machen würden oder zwei. Oh Mann. Ja, ich weiß, manchmal ist das nicht so schön, wie es jetzt dabei. Das ist doch mein erstes englisches Let's Play, was ich versuche. But I could try to do it in English, so. Ups. Wenn du noch irgendwas rausschauen willst, könnte es eine gute Idee sein, mit den Leuten hier zu reden. Ach nee. Ja, dann rede doch mal mit den Leuten. So, komm mal hinterher. Ich war auf meinem Weg, siehst du? Und dann habe ich diesen riesigen Krater am Boden gesehen. Und du bist da reingefallen? Und du hast ja gar kein Zeug verloren, richtig? Ja. Sandfliegerteile? Kennt nichts darüber. Falls du nicht bemerkt hast, das ist eine Taverne und kein Laden. Das wird sich gar nicht vermeiden lassen, dass der Sound mal ein bisschen weg. Vielleicht habt ihr auch eine Idee, wie ich diese Einstellung ein bisschen schöner machen kann. Wisst ihr was? Ein Hotel? Kostet 30 Zimmer die Nacht. Möchte ich nicht. Aber das speichern könnten wir mal. Ich könnte jetzt im Prinzip auch solo laufen und damit mein Level ein bisschen aufpushen, bis ich wieder mit dir zusammenkomme, mit Nina. Dann wäre das vielleicht ein bisschen fair. Aber ich werde es schon lassen. Erstmal. Wenn ich offline irgendwann mal sammeln sollte, dann kann ich das immer noch tun. So, wo waren wir denn noch nicht? Diese Stadt ist voll von engen Straßen und Alleen, oder? Es ist leicht, hier verloren zu gehen, wenn du nicht vorsichtig bist. Und du stockst in einer Sackgasse. Versuche, deine Sicht zu ändern. Ach nee. Wer bist du? Wenn du nach irgendwas auszuhalten solltest, du die Taverne besuchen. Sandflyer-Teile? Ich meine, Sandflyer-Teile? Hast du nicht irgendwas von diesen Dingern? Schau mal vor irgendwas. Eine Angel.
Ist was? Ich will mal angeln testen. Testen das mal. Was haben wir noch? Jetzt haben wir eine lange Reise über die Schlucht und der Wüste hergekommen, richtig? Wie hast du das denn bewerkstelligt, ohne in die Schlucht zu fallen? Was ist denn da hinten noch? Da ist ein Hund. Und da sitzt noch einer. Wir gehen nochmal zur Angel. Ja, es wird zum Versteig. Und dann versuchen wir noch, die Teile zu finden. Aber ich wollte gerade mal das Angeln noch präsentieren. Ja. So, wir angeln ein bisschen. Die Fische sind nämlich auch wertvoll. Ich weiß nicht, ob sie ganz besonders angebracht oder ganz besonders stammen. Wir angeln von hier. Habe ich aber den Fisch fangen können, es ist ein Süßfisch. Aber ich glaube, dafür ist jetzt der Frosch weg, oder? Ist der Frosch jetzt weg? Nein? Okay. Ich weiß jetzt also, wie ich es mache. Mal gucken. Schmeißen wir das Ding mal ein bisschen weiter. Einmal den Stock. Dann machen wir ein bisschen weiter. Ich stoppe. Ich habe es nicht auf.
Odo. What is a Trowel? Ich wusste das mal. So, das werde ich aber... Also es gibt Dinge, die werde ich offline machen. Dazu zählt das Angeln, dazu zählt das Leveln. Jetzt werde ich versuchen, ein bisschen vorwärts zu bringen. Dann kann ich immer mal ein bisschen was zeigen. Machen wir dazu. Gehen wir zurück in die Stadt. Denn dort müssen wir immer noch Teile holen. So, wir können nämlich auch hier lang laufen. Nein, können wir nicht. War das die andere Richtung? Ich weiß, dass man auch außenrum irgendwie lang kann. Mal gucken. Oder war das eine andere Stadt? Ja, hier, sag ich doch. Jetzt mich doch der Hund. Das hier ist mein Laden. Aber ich verkaufe nichts hier. Also, was machst du denn? Merkwürdig. Ups, jetzt bin ich schon raus. Ich würde sagen, wir gehen mal zurück zu Nina. Vielleicht hat die eine Idee, was wir als nächstes machen sollen. Oder wir gehen nochmal in die Taverne. Nina, mal gucken, wo war die denn? War doch hier. Hier. Das hat sie doch schon mal gesagt. Ich geh nochmal in die Taverne. Und rede nochmal mit ihr hier. Warte mal, hier steht doch noch einer. Was ist denn das? Hä? Willst du mit mir reden? Ja. Nun, wenn du irgendwas von irgendjemandem willst, hast du die richtige Attitude? Die richtige Art? Denkst du nicht? Was meinst du? Na, komm zurück, wenn du etwas über Absicht gelernt hast. Absichten? Du wirst. Wie du willst. Lass uns keine Zeit verschwenden. Ja. Mach den Barmann glücklich. Natürlich den Barmann. Mach den Kunden glücklich, indem du ihm zu essen und zu trinken gibst. Gib ihm Futter, wird sein Futtergefühl steigern und sein Glücksgefühl. Also sein Glücksgefühl steigern. Gib ihm zu trinken und sein Trinken und Glücklichkeit wird steigern. Okay. Sei vorsichtig, dass du ihm nicht Futter und... Also ich muss ihm was zu essen und was zu trinken geben und er wird dann glücklich. Ich muss aber aufpassen, dass ich ihm nicht zu viel zu trinken und nicht zu wenig Futter gebe. Also, wie machen wir das denn? Okay, dann stelle ich ihm mal ein Steak. Und ein Bier. Oh, du könntest ein Bein gebrauchen. Vielleicht noch eine Wurst. Noch eine Wurst. Hier noch ein Steak. Junge, ich bin voll. Das war sehr gut. Gut, dann erzähl mir, was du wissen willst. Wenn du Ausschau nach irgendwas hältst, rede mit dem Informationsbrecher. Vor dem Hotel. Können dir einiges erzählen, wenn du deine Sachen findest, nachdem du suchst. Ich bin beeindruckt. Ich treffe nicht viele junge Leute, die es so ernst nehmen wie du.
Hier, ich hab was. Panacea. Was das auch immer sein soll. Was ist denn Panacea? Diese Soundex muss ich echt mal gucken. Oh. Heilt alle abnormalen Konditionen und Dinge. Gut, wir sollen also mit dem Mann vor dem Hotel reden. Eigentlich könnten wir dort nochmal speichern. Wenn wir schon mal da sind. Also, dann speichere ich hier nochmal. Hallo. Die Tanken reicht. War gut, dass wir noch ein bisschen Geld haben. Ich muss also beide noch ein bisschen leveln, schätze ich. Vielleicht, dass ich beide auf Level 10 kriege. Mal sehen. Wir müssen uns wieder zusammenraufen. Ich weiß aber nicht, wann das sein wird. Die Linda rennt ja noch alleine rum. Tja. Ich bin ein Informationsgeber und was willst du wissen? Tja. Wer ist Ryu? Wer ist Ryu? Oh, das ist leicht. Ich weiß es nicht. Ich kann dir erzählen, er ist nicht aus dieser Stadt. Wo gibt es hier Sandfliegerteile? Tja, nun. Lange nichts mehr davon. Ich habe davon nichts gehört, aber ich kenne. Ich weiß, wie du welche davon bekommst. Interesse? Ja, ja, sicher. In dem Fall. Tja. Jetzt reden wir über das Geschäft. Du willst Informationen. Und du musst dafür zahlen. Wenn das, was du anbietest, nicht passt, wie viel ist dir die Information wert? Der Deal ist aus. Nö. Hast du mir Geld geben? Na gut, dann. Wie viel willst du zahlen? Wie wär's mit 50? Ich hab Angst, das ist nicht genug. Tja. Okay, wie viel willst du zahlen? Nochmal 50? Das ist nicht so schlecht, aber. Na gut, wie viel willst du zahlen? 10? nicht so schlecht, ja. Gut, das sollte reichen. Was sagst du? Können wir das normal spielen? Oh, pass auf, wir gehen mal am Anfang 100. Geh mal am Anfang 100. Das ist ja der erste Versuch dann. Warte nochmal. Wir lesen doch mal die Instruktion. Wenn ich jetzt 100 sage. Wenn ich jetzt 50 sage. Zahlung in voller Größe erhalten. Wenn du noch einigen Sandfliegerteilen Ausschau hältst, dann solltest du in den Schwarzmarkt gehen. Es gibt einen Mann, der Teile verkauft hinter der Taverne. Wenn du ihn findest und das Passwort ihm erzählst, kannst du ihn treffen. Aber die meisten reisenden Händler werden dir davon erzählen, wenn du ihn danach fragst. Ich sah nur einen, der es verließ. Also, ich stelle mir vor, er ist bestimmt in der Nähe. Schau auf dem Highway, draußen. Er war also ein Händler, der schon mal versuchte, auf den Schwarzmarkt zu kommen, oder er war auf dem Schwarzmarkt. Ich richtig? Ich wollte eigentlich nicht kämpfen. Wenn's mein Hund ist. Ich wollte leveln, ne? Wie ich gesagt.
wenn ich offline bin, werde ich mal versuchen, ein bisschen an der Grafik umzuspielen. Kann ich den Emulator noch so ein bisschen bearbeiten. Hier war er schon mal nicht. Schwarzmarkt in Sarai? Ja, genau. Also willst du das Passwort wissen, um reinzukommen, was? Na, ich vermute mal, ich kann es dir erzählen. Aber ich habe meine eigenen Geschäfte, also pass auf, weißt du? Normalerweise nehme ich dafür 1000 Zenny. Für eine Information wie diese. Aber ich erzähle sie umsonst. Ich meine... Du bist den ganzen Weg hier rausgekommen, nach der ganzen Sache. Du hast das Passwort gelernt. Du kannst es benutzen, um den Zugang zum Schwarzmarkt zu erhalten, in Sarai. Okay. Das war's? Viel Glück. Ja. So ein riesiges Geschäft, Ding. Dass es mir gut geht. Dass ich auf mich selbst aufpassen kann und schau, was nun passiert ist. Ich habe mein ganzes Geld verloren. Ich kann jetzt nichts mehr machen. Toll. Aber jetzt pass mal auf. Du kannst doch einfach... Wir gehen nochmal zusammen los, ja? Du meinst, du wirst mir helfen, die Teile zu besorgen? Wirklich? Du meinst, wirklich? Ja, komm, machen wir das zusammen. Aber du hast doch deine eigenen Probleme hier. Du willst mir wirklich helfen? Ach jo, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Tja, also, wie wär's, wenn wir jetzt losgehen? Danke, vielen Dank. Ich verspreche dir, ich werde dir helfen, deine Erinnerung zurückzukriegen. Nachdem wir unser Geschäft hier fertig haben. Fürs Erste, lass uns sehen, ob wir irgendwelche Teile finden, ja? Hallo? Hallo? Ich wollte ja schon jetzt nach hinten laufen. Sieht so aus, als ob du mich hier draußen gefunden. Gut gemacht. Es muss schon ein bisschen Arbeit gebraucht haben, oder? Ihr nehmt das als Belohnung für eure harte Arbeit. Warum? Wenn ihr irgendwas kaufen wollt, erzählt dem Bartender das Passwort zuerst. Bartender? Gerne, oder wie? Den Barmann.
das Passwort sagen? Ich dachte, ich muss ihm das Passwort sagen. Nein. Oh. Rausgelatscht. Ups. Ja, passiert. Dum, 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 dum. So, dann gehen wir eben nochmal mit der Fähne. Das war hier. Hallo, hallo. Ihr werdet nicht. Ihr werdet nicht finden, nach was ihr hier Ausschau haltet. Das ist eine Taverne und nicht ein. Moment. Oh, du wirst darüber Bescheid. Nun denn, das ist was anderes, oder? Ich sehe ihn gar nicht. Was macht er? Hier lang. Hä? Was hier oben? Muss ich durch? Wenn ihr mit den Kontrabanden handelt. Ich könnte nicht so vorsichtig sein, oder? Hä? Manche Worte kriege ich einfach nicht übersetzt. Ihr habt vermutlich euch gewundert, warum wir all diese Schwierigkeiten geraten sind, oder? Das liegt daran, dass ihr Sandfliegerteile benötigt. Es ist ein gefährliches Geschäft. Ihr seht, Sandflieger sind ursprünglich hergestellt worden als Kriegsmaschinen. Und das Imperium, wenn das Imperium herausfinden würde, dass wir hier diese Dinger verkaufen würden, in nächster Zeit würde dann ein Krieg ausbrechen. Die würden hinter uns her sein. Ich möchte nicht unter einem Hex enden, was auch immer das gemeint ist, wie ein Chamba oder ein Sinester. Ach so, ich möchte nicht unter einem Hex, unter einem Angriff enden, wie ein Chamba oder Sinester. Nein, danke. Hex, das kriegen wir später noch raus. Heißt das, ich hab keine Sandfliegerteile? Nun, nicht exakt. Es gibt einen Ort, wo man Sandfliegerteile bekommt, die Sandfliegerwüste genannt wird. In der Nähe. Es ist ein Friedhof voller alter Sandflieger. Wenn ihr da rausgeht und einige nützliche Teile rausbringt, dann würde ich euch Sandfliegerteile besorgen. Hä? Deal? Okay. Machen wir das eben. Sandflieger. Wüste. Tal. Und wir besorgen euch die Teile. Kann ich noch irgendwas anklicken? Oh. Ah, Kraftfutter. Okay, man kann also manchmal in die Seiten gucken, das wusste ich noch gar nicht. Ins Regal gucken. Kraftfutter bekommen. Hey. So, dann müssen wir also in die Wüste. Da gibt's doch hier Monster. Komme ich hier raus? Achso. Hallo? Ja. Ah, ja. Vielleicht schlagen wir erstmal unser Camp auf. Nun müssen wir einfach nur zum Sandfliegerfriedhof. Ich habe niemals gedacht, dass wir hier. Dass Einkaufen so schwer sein könnte. Könnte. Speichern. So. Ich weiß gar nicht, wie viel ich noch aufnehmen kann. Auf der Platte passt noch ein bisschen. So, ab in die Wüste. Da ist eine Kiste.
Das Paddel bewegen, das Steuer. Im Prinzip nochmal am selben Ort, wo wir eben schon waren. Einzuschalten. Also hier die Kiste, 200 Zenny. Ich muss mich daran noch gewöhnen, dass ich die Kämpfe jetzt rausblende und dann quasi die Story weitermache. Hallo, hallo. Ja, ich blende wieder aus. So, jetzt muss ich das Ruder nochmal drehen. In die andere Richtung. Müsste so langsam mal was zu essen besorgen. Die sehen beide nicht mehr so rosig aus. 4 Heilungsdinger haben wir. So. Einfach mal geil. Achso, AP brauche ich. Dafür sollte ich vielleicht die Fische mal fangen. Weil die Nina sieht gar nicht mehr so gut aus. So. Dann kann sie wenigstens noch mal heilen. Hallo? Nach links. Und nochmal nach links. So, jetzt müssen wir da nochmal langsam durchkommen. Halt. Quasi auch mit Viereck die Enemies Eigenschaften ansehen, was er droppt und was er für Zauber nutzt. Ich habe gesehen, dass er das benutzt, aber also nicht geschützt. Und jetzt, wenn ich beschütze, kann ich jemanden aus dem Team anpassen. Das wird von Zauber. Toll. So, schon die 2 Zauber. Jetzt möchte ich mir im Prinzip noch das Blind. Das Blind, Erblinden von dem Skorpion aneignen. Mal gucken, dass ich das später ordentlich schneide, weil. Hier soll ich runter?
Kann ich in zwei Richtungen? Oder doch nur eine? Was nun? Ach, hier sind wir im Schiff. Okay. Da ist nichts. Was habe ich jetzt gemacht? Ah, okay. Der Anker, der gleichzeitig eine Plattform ist. Mhm. Kreative Spieleentwickler. Was, ein Zettel? Kann ich... Die Winde ist in Reparatur. Vorsicht. Auf dem Anker stehen wird es aktivieren. Komme ich hier eigentlich hoch? Oh, eine Kiste. Ein... Was, Kupferhelm? Nee, was ist denn Brass? Bronzehelm? Mehr Verteidigung und weniger Schnelligkeit. Das wäre eher was für... Sie. Ach, die kann ich. Na gut, dann trag das Ding. Mehr Verteidigung ist mehr Verteidigung ist mehr Verteidigung. Gehen wir wieder runter. Und dann in Richtung Winde. Hallo? Hier kommen keine Monster, ne? Gut. Aber hier kommen wieder welche. Rauf da. Das meinte also der Text. Aufstehen, ich wieder zurück. Gut. Noch schön rumgeeiert. Wer bist du? Ruf! Nicht viele Leute kommen hier raus, wisst ihr? Ja, ja. Und hier gibt's auch nicht viel zu holen, außer blödes Zeug und naja. Was kann ich euch für euch tun? Naja, also. Ich sehe, ihr schaut nach einigen Teilen. Ja, ja. Nun, ich vermute mal, ich habe die Möglichkeit, hier zu finden, was ihr braucht. Hä? Wenn ich ihr wäret, schaut doch mal hier nach, in diesem komischen Kreis. Ja, die Teile, nach der ihr sucht, müssten irgendwo in diesem Sand vergraben sein. Ihr braucht eine Schaufel, um danach zu graben, oder? Ich hab einen Hund, der euch zeigen kann, wo das liegt. Ihr könntet vielleicht finden, nachdem ihr Ausschau haltet. Ich werde euch die Schaufel und mein Hund für 25 Stück lassen. Mal gucken, beides. Vielen Dank und viel Glück. Ich weiß gar nicht, ob man hier nur das Ding findet. Nö. Ich glaube, ich darf dreimal graben oder so. Okay, da unten. Ach, das muss ich mir merken. Okay. Den Pixel habe ich mir schon mal gemerkt. Oh, jetzt muss ich langsam mal einen Finger hinpacken. Den da oben habe ich mir gemerkt. Und da auch. Ja, Schiffstag.
Die Schaufel ist kaputt. Wir haben irgendeinen Stab noch gefunden. Müssen wir gleich mal gucken. Die Schaufel ist kaputt, oder? Nun, es scheint, sie ist kaputt. Ja, ja, ja. Es ist, wenn ihr mich braucht, ihr wisst ja, wo ich mich findet. Am Friedhof der Schiffsteile. Lass mich mal gucken, da war doch noch ein Stab. Ein komischer Stab. Achso. Weite Attacke, plus 5 Weisheit. Mhm. Anziehen. Halt. Und was war das andere? Eine Glasscherbe. Wozu brauchen wir die Glasscherbe? Sieht so aus, als könnte sie genutzt werden, um Rüstung zu machen. Und was mit dem Aurum, wenn wir gerade schnell sind? Magisches Metall kann genutzt werden, um Fähigkeiten von der Fähigkeitenrolle zu lernen. Aha. Muss ich irgendwie wieder runter? Achso. Gut, jetzt also den ganzen Weg zurück. Und gedacht, mal gut, dass wir eben noch 200 Gold bekommen haben aus der Kiste dort. Wahrscheinlich war das Absicht, um den komischen alten Mann mit den Schaufeln zu bezahlen. Ja. Zurück nach Sarai. Obwohl, eigentlich können wir die Teile gleich abgeben. Nee. Das ist eigentlich auch so eine Frage. Wir finden Teile und dürfen ihn nicht dem Freund bringen, sondern sollen ihn erst ins Geschäft bringen. Achso, wir sind aber hier in der Taverne. Sollte man speichern und dann geht's weiter. Vielleicht Übernachtung. 30 Zenny? Ja, komm. Ja, speichern, natürlich speichern. Ich werde auch bald die Aufnahme beenden. Ich wollte noch ein bisschen Gotik aufnehmen. Save completed. Aber ich möchte das in den Teilen, möchte ich gerne machen. Ich möchte das Ding mal abgeben. So. So weit kommen, dass wir im Prinzip zurück müssen. Zu unserem Freund. Dessen Name ist Interesse. Hab keine Angst. Ich will nur einige Informationen, das ist alles. Ich will, dass ihr mir erzählt von dem Monster, das du da draußen gesehen hast. Sagst, wie du sagst. Hey! Ich werde dir gar nichts erzählen. Nun, ich hatte versucht, ein bisschen kooperativ zu sein, wenn ich du wäre. Ich würde ein bisschen kooperativ sein. Andererseits, Dinge könnten ein wenig unkomfortabel werden. Und das wollen wir doch nicht, oder? Was denkst du, machst du denn da? Hä? Alles in Ordnung? Was macht ihr hier? Ich dachte, der Krieg war vorbei. Nein, nein, nein. Warum denn? Weil ich nicht wie die Leute sind, die versuchen, Dinge zu verstecken? Übrigens, der Krieg ist nicht vorbei. Es gibt da ein Ceasefeuer. Das ist alles. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Verstehst du den Unterschied, Fräulein? Hä? Warte. Du bist ein Indianer. Nun, wenn das nicht die kleine Prinzessin ist. Hä? Wir wurden ausgesandt, um einen Drachen zu finden, aber wir haben einen kleinen Vogel stattdessen gefunden. Schnappt sie, Männer. Es gibt keinen Grund, warum wir hier bleiben. Warum wir sie hier nicht mitnehmen sollten. Aber warte. Wisst ihr irgendetwas über meine Schwester?
Oh. Das sind falsche Pixel, die sollten nicht so aussehen. Bei der Kraft, die mir gegeben wurde, befehle ich dich. Kriegergeist, du bist beschworen. Na super. Jo. Ich will, dass du dieses Mädchen fängst, okay? Sei vorsichtig, ihr nicht zu sehr zu verletzen. Nicht zu sehr. Alter. Unser erster Bosskampf. Zweiter Bosskampf. Ach, nur Nina. Okay. Ja, dann Wind. Schieße! Noch Klong. Vielleicht hätte ich Feuer mitnehmen sollen. Solche Texte kommen, dann heißt es immer, dass danach der Stab angekommen wird. Irgendwas anderes. Oder gar nichts. Gut, wir heilen uns mal. Wir heilen eine Menge. Schlechte Idee, mich zu schützen. Sehr schön. Ihr seht, gut gemacht, Nina. Meine Güte. Ihr seid ja stärker, als ihr ausseht. Tja. Huh, wer ist denn das? Ein flitzender Ritter kommt, um seine Prinzessin zu beschützen. Hey, wie galant. Wisst ihr, es ist eines Ritters Aufgabe, seine Lady zu beschützen, oder? Wo habt ihr nur all diese Zeit her? Erschreckend, sich hinter irgendjemand zu verstecken, oder? Wie kannst du es wagen? Verdammtes kleines. Lass uns hier raus. Was steht hier nur rum? Hinterher! Okay, wir werden gejagt. Ich möchte trotzdem da gerne nochmal raus. Rein. Oh. Das waren dieselben Wachen, die auch Fulu gejagt haben, ne? Ruhig. Bleib einfach ganz ruhig. Ihr habt euch doch nicht entdecken lassen. Die imperialen Truppen sind hier, oder? Auch, sind auch hier. Was machen wir denn jetzt? Wir können nicht zurück. Und wir können nicht weiter. Ey, du da draußen. Sie haben gesagt, sie versuchen irgendwas abzuschneiden. Euch abzuschneiden.
Und also springt auf. Und ihr Glücklichen werdet nicht gefasst. Ja, aber, schon. Sie haben unseren Weg abgeschnitten hier draußen. Ihr habt doch einen Punkt hier draußen. Ich erzähle euch was. Ich habe euch gesehen, wie ihr mir aus der Patsche geholfen habt, und ich versuche nun, meinen Dienst zu erweisen. Lasst mich sehen. Tja, vielleicht kann ich euch über die Straße bringen. Ja, das ist es. Ihr könnt über diesen Weg gehen. Hm? Ihr meint, da ist ein anderer Weg? Nun, das ist zwar ein bisschen weit draußen, aber wenn ihr euch nördlich haltet, geht nach oben in die Stadt namens Chamba. Könnt ihr über den Wüstenweg hingelangen. Wirklich? Oh, danke. Das bedeutet, ich kann zurück, wo mein Freund wartet. Nun, lass uns versuchen, diese Route zu nehmen. Vielen Dank, nochmal. Ja, kein Problem. Behaltet einfach eure Augen offen. Und versucht nicht gefasst zu werden, hört ihr? Okay, tschüss. So. Jetzt möchte ich aber gerne langsam die Aufnahme beenden, dass ich nehme schon 3 Stunden auf. Oh Gott. Kann ich denn... Also, wir machen das so. Wir gehen jetzt nach Sarai. Ich überlege gerade, ob ich da noch reingehe. Nee, wir gehen jetzt zum Camp. Wir gehen jetzt ins Lager. Lagern ein wenig. Und machen beim nächsten Mal weiter. Was machen wir denn jetzt? Wir sind ein bisschen in Schwierigkeiten. Wir gehen besser zurück, wo Cray schon auf uns wartet, oder? Erstmal übernachten. Ich beende erstmal die Aufnahme für diese Runde. Mann, das ist immer noch die erste Aufnahme. Und wir machen dann an der Stelle weiter, wenn wir nach Chamba gehen. Vielleicht gehen wir nochmal nach Sarai rein und gucken. Ich werde offline versuchen, noch ein bisschen zu leveln. Und ein paar Fische zu fangen. Wenn das noch geht. Und dann machen wir das nächste Mal an dieser Stelle weiter, würde ich sagen. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Fages-LP.